Ja, eigentlich habe ich meine Aufnahme heute schon durch, aber ich habe Bock auf mehr. Also, auf geht's. Und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Satisfactory. Und wir sind ja vorhin dabei stehen geblieben, dass wir festgestellt haben, wir brauchen hier unsere kleine Zufuhr eigentlich nur übertakten und kommen dann exakt auf unsere 90 Kalkstein pro Minute, die wir brauchen, um unseren Stahl ans Laufen zu kriegen. Und deswegen werden wir das jetzt ganz easy peasy einfach mal machen. Wir holen uns hier eine kleine Schnecke, die wir gerade gesammelt haben. Ich meine, das passt ja nun mal einwandfrei. Und dann machen wir uns einmal fix nix. Scheiße. Kann ich die nicht hier machen? Mache ich die hier? Okay, ich mache sie hier. Machen wir uns doch mal fix eine Batterie fertig. Wir machen gleich zwei, wenn wir schon dabei sind. Und dann setzen wir den Spaß ein und dann dürften wir recht bald an dem Punkt sein, dass wir hinten die Anlage ans Laufen bringen können. Und das bedeutet, dass wir unsere Energieversorgung ein bisschen aufrüsten müssen. Erstmal packen wir hier einen rein. Schwupp. Und stellen den auf 150 und damit sind wir auf 90 und glücklich. Und jetzt würde ich sagen, was brauchen wir denn für die Kraftwerke weiter, nachdem wir die beim letzten Mal ja schon ein bisschen erweitert haben, aber heute kommt da noch mal ordentlich was dazu, wenn wir das mal ins Laufen bringen. Naja, ist nicht so viel, aber wir gucken, dass wir noch ein paar anschließen. Haben wir Kupfer dabei, Kupfer haben wir auch dabei fürs Wasser, dann sollte das so eigentlich machbar sein, oder? Und dann pimpen wir einfach mal die Energieversorgung mit mehr Kohlekraft. Viel Kohle hilft viel. Ich vergesse auch tatsächlich immer wieder, wie viel Wasser ein so ein blödes Kohlekraftwerk verbraucht. Ich muss das mal nochmal nachschlagen. Ich weiß, ihr habt es mir auch schon 10.000 Mal in die Kommentare gehämmert. Aber ich bin halt manchmal dumm wie Stolle. Beziehungsweise kann mir Sachen einfach schlecht merken. Ist tatsächlich ein Problem. Ja, und da bietet das Spiel einfach nicht genug Feedback, als dass ich mir das schnell merken könnte. Das ist ein bisschen schade, aber meine Güte. Man lernt beim Spiel. So. Zack, 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 zack. Dann steht mal eben auf die Schnelle unser Fundament. Und dann würde ich sagen, klatschen wir hier gleich, passig. Unsere Kohlegeneratoren nehme ich. Ich glaube, zwei reichen gar nicht, ne? Wir müssen noch mal einen ranhängen. Und bei Zeit müssen wir das mal nach unten hin abstützen. Weil das geht ja so nicht weiter. Das hängt hier alles in der Luft. Das sieht ja aus wie gewollt und nicht gekonnt tatsächlich. So. Und jetzt gucken wir mal. Ist das lang genug? Na, aber Kotzgrenze. Also wirklich Kotzgrenze. Ich müsste theoretisch sogar die ganzen Stromdinger nochmal wegnehmen. Dann haben wir einen ganz schmalen Gang lang. Also wirklich sehr schmal. Aber ich glaube, damit kann ich leben. Könnten sie auch... Moment. Können wir sie hier irgendwo hin? Das wäre cool. Nee. Da kriegen sie auch nicht sauber aufgeploppt. Eins. Nee. Die sitzen zu asymmetrisch, als dass ich die hier reinquetschen könnte. Wir setzen die einfach hier einen rüber. Ich weiß nicht, ob das flächendeckend geht, aber ich hoffe es einfach mal. Aber ich glaube, einer reicht. Das heißt, der kommt wieder weg. So. Den setzen wir mal hier. Dann gucken wir mal, wie das sitzt.
du nach da und du nach da. Und dann müssen wir den hier eigentlich sauber rankriegen. Oh, sieht man schlecht. Ja, das passt. Das ist völlig in Ordnung. So. Jetzt muss ich das nur irgendwie so hinkriegen, dass wir das mit den Wasseranschlüssen auch sauber hinkriegen. Ach scheiße, ich muss hier erstmal Strom langlegen, sonst bringt das alles nichts. Sonst komme ich hier mit der Planung nicht zurecht. So. 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 Na komm. Gleich geschafft. Mein kleiner Mond. Und da hinten ran. Ein weg, ein ran. Na nun. Was ist denn der verbunden? Ach, mit dem hier. Na ja, gut. Dann setzen wir es aber. Nö, 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 nö. Moment. Ich habe so ein bisschen erwartet gerade, dass gleich kommt. So, der ist dran. Der ist dran. Der kommt noch nicht ran, weil der noch fehlt, okay. Der kommt... Na, nee, der kommt hier ran. So. Zack. Der kommt da ran. Dann kommt der da ran. Was für ein Gefrickel. Nur wegen ein bisschen Strom. Nur. Ich sehe schon, das bricht mir noch das Genick, das Projekt hier. Der kommt dahin. Und dann haben wir es auch schon geschafft. Hm, nö, das wird zu schief. Du kommst dahin und du kommst dahin. So. Alles neu verkabelt. Wir haben, glaube ich, überall Platz für Kohle. Ja, da könnte es eng werden mit dem Vorbeikommen. Aber wir schauen mal. So, Kohlegenerator. So. Da kommt einer hinten, genau. Das ist ja aligned mit dem Turm. Und wir kicken mal, wie es aussieht. Ja, das ist ja alles interessant eng. Das geht... Das wird doch nie im Leben was. Nein. Das ist ja alles zu eng. Das müssen wir anders machen. Das geht so nicht. Ja, das mit dem Strommasten, das wir jetzt umgelegt haben, ist nicht das Ding. Aber hier kann ja kein Mensch mehr langrennen am Ende. So. Und das mit dem Wasser, da mache ich mir gar nicht so die Sorgen, aber das mit der Kohle ist halt asig. Ne, da machen wir, glaube ich, nochmal einen Splitter ran, der das Ganze einmal hier rüber hebt und dann hier wieder runterbringt. Also, auf geht's. Förderbandsplitter. So finde ich das jetzt mal gut. Für der Lift. Aber so, dass wir sauber über die Rohre kommen. Ich lasse mal so Luft, dass wir da vielleicht nochmal ein paar gut drüber setzen können. Dann machen wir das einmal hier mit. Fördern das mal hier. Jetzt habe ich keinen Stahl mehr. Ich kotze. Ich kotze. Ich kotze. Egal. Nein, nicht egal. Überhaupt nicht egal. Ich muss... Dafür brauche ich auch Stahl. Ah. Naja, gut. Das kriegen wir wohl geregelt, ne? Huh. Also ohne Scheiß, ne? Die Figur, die wir hier spielen, muss echt hart schwindelfrei sein.
Und zwar nicht zu knapp. Und dann düsen wir einmal hoch. Und dann gucken wir gleich mal nach unseren Coupons hier. Wie weit wir da sind. Und überall stehen die Ressourcen still, ey. Nicht so viel. Ja, Beton können wir auch gleich holen. Wir sortieren gleich einmal. Gucken wir mal. Wir haben nicht mal mehr den Betonstack voll. Wir haben ein bisschen Kohle, wir haben ein bisschen Eisen im Inventar. Das schreddern wir gleich einmal. Zack. Auch mal weg den Scheiß. Schwefel behalten wir. Gut. Oh, vor allem Stahl. So. Machen wir schon mal drei. Das ist ja schon mal schön. Das heißt, wir können uns jetzt endlich unsere schönen Glaswände holen. Das machen wir jetzt fix. Zack. Da bei 10. Das ist der falsche. Da waren wir hin. Fensterwände im Warenkorb. Und kaufe alles. Wup, wup. Wie gut ist das? Wir brauchen noch einen Haufen Scheiß, aber das ist ja egal. Die hätte ich, glaube ich, auch noch ganz gern. Mit den Glass Foundations, voll gut. Organisation. Ja, es ist blöd. Scheißegal. Ja. Hier, eine Kaffeetasse hole ich mir auch noch, glaube ich. Ich habe noch einen. Jo, komm. Hey, damit. Zack. Der gute Planer hat immer ein bisschen Kaffee in der Tasche, ne? So, dann haben wir hier jetzt 50 Salpeter, Schwefel. Schwefel war es, ne? Schwefel. Damit können wir doch was machen. Jetzt habe ich gerade Kohle geschreddert. Ich kotze. Ist da noch was drin? Da ist wahrscheinlich schon alles durch, ne? Ne, noch läuft's. Ah, aber keine Kohle mehr. Na gut, wir wollten eh Stahl holen, dann können wir da auch ein bisschen Kohle vom Förderband klauen. Das soll ja nämlich das Problem sein. Wir machen uns das relativ leicht. Zack. Jetzt habe ich nicht drauf geachtet, wie viel wir brauchen. Dum -dum. Ach, boah, jetzt Stahl wieder für. Haben wir ja zum Glück im Übermaß. Kaffee. Zack. 1, 2, 3, 4. 4 ist okay. So. Das Ganze wieder ans Laufen bringen. Zack. Das sind generell noch alte Förderwände hier, sehe ich gerade. Zitze. Gut, dass wir nicht mehr brauchen. Läuft der hier eigentlich mit 100% Effizienz? Ja, lief er wohl vorher auch. Und der hier? 75. Der braucht 60 pro Minute. Wie viel stellst du her? 45. Na, das ist ja scheiße. Das machen wir beim anderen aber besser. Das machen wir beim anderen besser. Aber gut. Schade, dass der Kaffee nicht schwappt. Fällt total gut. Aber egal. Ich stehe auf Kaffee. Ich bin einer der größten Kaffee-Junkies, die es gibt. Muss das aber leider etwas lassen. Aufgrund meines Blutdrucks. Okay. So, was wollte ich denn jetzt? Genau, ich wollte hier in die Mähn. Und bei Schwefel. Ach, leck mich doch. Leck mich doch. Hier hinten läuft doch auch irgendwo Kohle lang. Ja, perfekt. So. Und so, zack, haben wir Kohle. Gewusst wie. Ach, nach oben. Gleiten geht ja leider nicht. So, jetzt aber. Schwefel und Schwarzpulver. Forschung beginnen. Zack. Die Analyse von Schwarzpulver ist abgeschlossen. Bitte wieder ein neues. Ja, ja. Das nächste Projekt. Euer Schwarzpulver für. Neue Teile. Okay. Ich denke mal, ich kann jetzt Schwarzpulver aus
Dings hier herstellen. Ja, aus Kohle und Schwefel. Was auch sonst. Haben wir jetzt noch Schwefel übrig? Nein, ne? Nö. Kein Schwefel übrig. So, immer. So, meine Tasse will ich behalten. Finde ich total gut. Nur mal gucken, dass wir nochmal wieder ein bisschen Schwefel rankriegen. Aber falscher Zeitpunkt. So, wir waren jetzt gerade dabei, da oben unsere Kohlekraftwerke fertig zu machen. Dafür fehlte uns Stahl. Wie viele Kraftwerke können wir aktuell mit dem, was wir haben, bauen? Zwei. Da holen wir noch ein paar Kabel, wa? Hey. Da holen wir dann mal noch ein paar Kabel. Und wenn wir schon mal hier sind, dann nehmen wir gleich noch ein bisschen Beton mit. 1, 2, 3. Zack, zack. Wie sieht's hier aus? Draht ist so ziemlich voll. Kupfer dürfen wir mittlerweile auch eine ganze Menge haben. Kabel auch bis zum Abwinken. So. Brauchen wir noch was? Ja, 8 Stück bauen sollte erstmal reichen. Können wir gar nicht bauen, weil schwere Platten 2 fehlen. Die nehmen wir dann auch gleich mit. Daran soll es am Ende nicht hapern. So. Wir können Strom bauen. Wir können Leitungen bauen. Wir können Rohre bauen. Ich glaube, wir sind soweit. Zack. Dann wollen wir doch mal hoch, wa? Schwupp. Nee, das ist mir jetzt so heiß. Da schwappt der Kaffee über. Hier wird nichts verschenkt. Gib es nicht. Zack. 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 Und jetzt aber. Es lebe der Strom. So. Da ist genug Platz. So. Das reicht nicht. Na komm. So, ist das hoch genug? Das sieht... Oh Gott, ist das gerade? Spontan würde ich sagen, ja. Wir gucken mal von der Seite. Ja, das passt. Sehr schön. Dann geht das Ganze hier wieder runter. So. Und dann gehen wir mit den normalen Förderbändern hier weiter. Zack. Machen wir erstmal bis... Wo brauchen wir noch gar nicht? Wir brauchen erstmal die bescheuerten Kraftwerke. Kritische Energie, Kohlegenerator. Na. Na, wenn das mal nicht zu nah ist. Jetzt haben wir hier. Also es wird ja sogar mit den Splittern sogar schon eng. Obwohl das heute geht. Das sollte gehen. Immerhin etwas. So. Gucken wir mal. Der sitzt so weit hier. Ich glaube, der kann gar nicht genau passen. Doch, kann er. So. Dann müsste der von da nach da. Ja, das passt. Sehr schön. Und von da nach da. Aber da kriegen wir doch nie im Leben Rohr lang. Nie im Leben. Moment mal. Pipeline-Stütze. Machen wir hier einfach. Ne, da nicht. Und da einfach mal eine hin.
von da. Ja, genau. So will ich das. Ja, das ist ja cool. Das passt. Natürlich sind diese scheiß Dings jetzt im Weg. Ich kotze im Strahl. Hm. Wie Mokwidis. Die sind wahrscheinlich dann fast immer im Weg. Weil die alle da an diesen Knotenpunkten stehen. Wie scheiße. Welcher wäre eigentlich der richtige Anschluss? Ich glaube der hier. Ja. Vielleicht wäre ich, wollte gerade sagen, vielleicht wäre ich angeschrien. So. Und wir gucken mal. Naja. Suboptimal sein, ne? So, ja. Hört mal auf, hier rumzumeckern. Weiter geht's. So, dann sollte auch der hier laufen. Ach ne, der hat noch keinen Strom dran. Tütütü. Zack. Damit läuft der dann auch. Und dann gucken wir mal, ob wir so weiterkommen. Da sollte doch was gehen. Was. Kritische Energie, Kohlegenerator. Und dann bauen wir hier jetzt die Reihe lang. Zack. 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 So, zwei gehen noch. Zack. Und der, die das letzte. Und dann setzen wir mal fleißig unsere Splitter. Ich bin gespannt, ob wir da irgendwann vielleicht nicht mit in Schwulitäten kommen. Wenn es um das Wasser geht. Das müssen wir eventuell nochmal aufstocken. Aber gut. Kleinigkeiten, muss ich sagen. Ne? So. Kohle mache ich mir jetzt nicht so riesen Sorgen. Da kann ich im Zweifelsfall nochmal was ransetzen. Meine Güte, ist auch dicht an dicht hier. Der gute Strom. So. 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 Meine Güte, vielleicht den hier gebaut, ey. Unmengen. Und von da nach da. Hä? Was ist denn hier passiert? Was ist denn hier passiert? Da war ich einmal am falschen, muss ich sagen. Und nochmal bitte. Und sehr schön. Dahin. Hier auch. Was ist denn los? Ich hab dreimal schief geguckt oder was? Wie ist hier? Ist auch schief. Wie bin ich denn so daneben gelandet? So, jetzt aber. Jetzt sollte das ja wohl passen. Zack. Und da sitzt es schon. So. Jetzt nochmal. So. Das sitzt auch. Das sitzt auch. Und sehr schön, das sitzt auch. So, damit haben die auf jeden Fall schon mal alle Kohle. Fehlt noch Wasser. Direkt geht nicht, das hatten wir schon. Also machen wir auch hier. Zack. Hoch. Hier das gleiche. Hoch. Hier ebenfalls. Und hier. Und hier. Und hier. Und da. Und sowieso. Und hast du nicht gesehen. So.
Wasser rüber und gut ist. Du nach da, du nach da. Du nach da, du nach da. Tja, haben wir gar keinen Splitter mehr. Das ist ja auch interessant. Wir gucken mal. Kriegt ihr noch? Ja, ratzfatz, alles voll. Achso, keine Stromverbindung. Ja, kommt gleich. Kommt gleich, kommt gleich, kommt gleich. Wir gucken mal einen weiter. Gucken mal zwei weiter. Für den Rest überlegen wir uns dann was. So. So. Und du müsstest eigentlich da, sehe ich gerade. Hey. Bin ich doof? Du musst dahin und du musst dann leider Gottes weichen. Aber einfach so und dann ist gut. So. Dann da. So. Du daran. Du daran. Und bei dir müssen wir uns was überlegen. Ist es nur du? Ne, die beiden. Dann sitzen wir hier doch einfach mal gerade rüber, wa? Zack. Bei dir und bei dir auch. Zack. Alles dran, fehlt nur noch der Anschluss ans Netz. 3 von 4 schon. Achso, ja. So, der hängt dran. Der hängt dran. Der hängt dran. Der auch. Der ebenso. Mal von hier aus. Und damit haben alle einen Anschluss. Außer du da. Hast du Strom? Gehst du am Netz? Ich glaube tatsächlich nicht. Hm. Ist ja mal dumm gelaufen. Dann geht der nochmal ab. Und wir setzen ihn nochmal inzwischen. Hey. Ach komm. Ja, das war zu erwarten. Du da dran, aber jetzt müsste ich das von hier aus starten können. Zack. 1,35 Gigawatt läuft. Und wir nehmen ja nur einen Bruchteil davon ab. Okay, Verbrauch 45 Kubikmeter pro Minute. Also ich kann ja mal grob hochrechnen, ne? Wir haben hier jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stehen auf der Seite. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 mal 45 ist definitiv mehr, als ich habe, glaube ich. Taschenrechner, komm. 18 mal 45 macht 810 bei maximaler Last und wir haben hier gerade mal 600 anliegen. Das ist zu wenig. Das geht so nicht. Kümmern wir uns da gleich drum? Besser ist, ne? Besser wäre es. Sonst fliegt uns das hier nachher um die Ohren. Außerdem wollte ich das hier eh noch korrigieren. Das sieht aus wie Scheiße. Das geht auf keine Kuhhaut. Bloß weg den Scheiß. Samt der Ständer da oben. Hässlich wie die Nacht.
So. Haben wir das bis hierhin korrigiert. Und dann fangen wir erstmal mit den netten Stützen hier an. Müsste ja quasi auf der zweiten liegen, ja. Dann führen wir die nämlich einfach einmal hier unter durch. Das gemacht, das habe ich mit denen gemacht. Naja, denn. Ich glaube, wir waren ganz oben und genau so nebeneinander. So. Und so wäre das dann. Das geht gar nicht mehr. Ich wäre jetzt eine dritte Röhre darüber. Moment mal. Moment. So machen. Ginge das ja auch cool. Ich probiere das mal gerade aus. Und dann von hier. Nach da. Ist ja eigentlich ganz cool, oder? Natürlich. So machen wir das erstmal. So, dann gehen wir einmal hier drunter durch. Also tief kommen wir kaum runter, ey. Zumindest nicht so, dass wir hier auf dem Weg bleiben können. Dann muss es einmal so. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Rein. Hier drunter durch. Da sind wir einen daneben. Eins, zwei, drei. Und dann gehen wir hier einmal rüber. Zwei, drei. Was ist denn das? Ich stelle jetzt drei hoch. Ne. Was ist denn da passiert? Na komm. So ist richtig. So ist nicht richtig. Was ist denn hier los? Kann ich da mal bitte raufspringen? Geht doch. So, jetzt von hier nach da. Dankeschön. Vielen lieben Dank. So, geht die wieder dahin. Die hintere geht dahin. Dann hatte ich die da drunter gesetzt. Das war vielleicht nicht die beste Idee, aber wir ziehen das jetzt durch. Den Ständer hatte ich dahinter, okay. So. Und hier knarzt alles. Sehr schön. Das löppt. So, dann haben wir nämlich 900 Wasser und das reicht völlig, um das hier am Laufen zu halten. Habe ich das jetzt... Habe ich das ehrlich so? Das sieht mir nicht ähnlich. Nee. Nee, 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 nee. Absolutely not. Das fällt aus. Das hatten wir. Ich kann meine eigenen Aktionen nicht merken. Meine Güte. So. Definitiv so. So. Und dann rüber damit. So. Da ist ein Anschluss. Und gib ihm hart. Machen wir hier gleich nochmal eine Pumpe. Hier kommen wir etwas in Probleme. Glaube ich. Kriegen wir da noch irgendwie sauber eine Stütze hin. Ja, ich werde verrückt. Das ist ja der Wahnsinn. So, natürlich läuft hier noch kein Wasser durch.
Dann brauchen wir hier einmal noch eine dritte Stütze, die nach hier geht. Und da brauchen wir eine Pumpe dran. Okay, müssen wir erst das Wasser haben. Okay, hier teilt sich das schon auf. Alles cool. So, dann gehst du aber nicht dahin. Sondern du. Und du gehst hier. Bin ich bescheuert? Du gehst dahin. Und du gehst hier. Na, sieht das mal scheiße aus. Das ist ja unglaublich, wie scheiße das aussieht. Ist ja kaum zu glauben. Du gehst weiter dahin. Ich befürchte, das sieht nicht viel besser aus. Ne. Dann setzen wir dich einfach mal gerade ein bisschen runter. So. Ja, damit kann ich schon eher leben. Das ist noch immer nicht so, dass es mir gefallen würde, aber okay. Moment mal. Wir können doch theoretisch auch einfach den kann er fast senkrecht laufen. Na. Dann können wir hier dahin. Du kannst konfliktfrei darüber. Sehr schön. So, jetzt die Pumpe. Da fehlt mir jetzt echt Kabel. Ich kotze im Strahl. Na gut. Liefern wir später nach. So, dann machen wir nämlich einfach dann müssen wir eigentlich wieder. Okay, was habe ich denn hier gemacht? Warum baue ich denn da jetzt anders? Wirk. Egal, erstmal hier hoch. Nee, nicht erstmal hier hoch. Erstmal hier hoch ist so easy gesagt, aber es ist ja Quatsch. So. Machen wir das einfach so. Wir machen das einfach so. Dann muss ich hier tatsächlich nochmal Wasser komplett lang nehmen, ja? Das nervt mich ja fast gar nicht. Wattenscheiß. Wir nehmen die mal vom Netz. So. Also. 45 pro Kraftwerk. 300 geht durch den Rohr. Klingt schon ätzend, oder? So, 45, 90, 135, 170, 180, 180, 270. Hier wäre Schluss. Dann bräuchten wir noch ein Rohr. Da muss ich jeder mit zwei Rohren arbeiten. Gut. Eigentlich, ja, war wieder alles für jeden Liebesmühe. Schön, Markus. Alles wieder abreißen, obwohl du kannst dranbleiben. Hier hinten ist egal, aber der ganze andere Scheiß muss weg. So. Alles weg. Wir bauen mit den anderen Stützen. Das macht so keinen Sinn. Ich muss jetzt alles vom Wasser abnehmen. Wie ätzend ist das denn? Komplett neu bauen. So. Und das da kann auch weg.
All das, was hier zwischen ist, kann auch weg. Obwohl es hätte bleiben können. Egal. Wir konzeptionieren einmal alles komplett um. Macht ja sonst keinen Sinn. So, dann nehmen wir jetzt nämlich gleich diese Stackable-Stützen. Anders geht's nicht. Dann einen so. Und den nächsten daneben. Und so. Und so. Und so sieht es dann nachher mal aus. Irgendwann in langer, langer Weile. TCW ist schön mit dich aufgestellt. Meine Güte. So, gerade rüber. Mittig drauf. Nochmal jeweils eine drüber. Dieses Parallelbauen ist gerade ein bisschen scheiße, ne? Muss ich ja echt mal sagen. Wenn ich nicht den ganzen Strom aushaben will, muss das jetzt einmal so gehen. Gut, dass da quasi keine Kollisionsanfrage ist. Ach, scheiß drauf, ey. Wir nehmen den ganzen Piss jetzt hier weg. Komplett. So wie es ist. Jetzt kriege ich eine Macke beim Bauen. Ja, das kann bleiben. Kann das bleiben? Ja, mit Einschränkungen, würde ich einfach mal sagen. So, es geht bis wäre hier der nächste und dann wäre da der nächste. Hm. Mal sehen, wo mir der Wasserverbrauch um die Ohren fliegt. Das hier wäre der nächste. Dann hätten wir hier 1, 2, 3, 4. Das passt soweit. Bis dahin. Bis dahin. Du gehst dahin. Und wer bist du denn? Moinsen. Du gehst dahin. Das ist ja freaky. Aber das geht. Das ist schon alles so in Ordnung. Bis dahin. Da, da, da. Wattengefrickel, meine Herren. Da, da und da. Den Scheiß weg. Da irgendwie einen zwischen freigelassen. Naja. Einen freigelassen, dann wieder hier. 1, 2, 3, 4. Ich stelle mich auch an mit Strom, ey. Meine Güte. Also diese Kohlekraftwerke können einem schon ganz schön auf den Senkel gehen. So, dann kommt ihr hier weg. Und hier kommen wieder die hin. Das geht auch schon viel schneller als beim letzten Mal, oder was? Ist doch alles noch tragbar. Ich brauche nicht eine ganze Folge, um 4 Kraftwerke zu bauen. So, so, so. Dann kommt ihr weg. Bin ich damit so einverstanden? Ich glaube schon. Ich glaube, ich kann damit leben. Warum ruckelt das hier eigentlich? So, dann kriegen die Kraftwerke einmal Wasser nachgepumpt. Merke, die beiden oberen sind die, die schon laufen. Können die Pumpen erstmal Gas geben. Wie sieht's aus? Sehr schön, fühlt sich. Dann pumpen wir hier einmal nach. 1 und 2. Na komm her.
Gröne. Die geben Gas. Hier ist noch nichts angekommen. Das ist schlecht. Da sieht es aber auch erstmal ganz gut aus. Da auch. Druck füllt. Sehr schön. Fleißig bei, Rohr wieder voll. Sehr schön. Dann können wir hier jetzt weitermachen. Ne, wir holen erstmal Kupfer und was brauchen wir für die blöde Pumpe? Kupfer und Rotoren. Viele Rotoren haben wir ja noch. Kann auch nicht mehr viele sein. Kupfer ist ein bisschen Rotoren. Sehe ich gar nicht tatsächlich. Was ist denn hier los? Sortier mal. Kabel haben wir genug. Gut, Kupfer und Rotoren. Fertig. Aus die Maus. Der Scheiß kann hier schon mal weg. Das machen wir neu. So. Ach ja, das leidige Thema Strom. Vor allem Strom, den ich noch nicht mal unbedingt brauche, ne? Das ist ja noch viel besser. Haben wir noch Zeit. Ich kann nicht mal sehen, wie lange wir Zeit haben, weil ich jetzt gerade dummerweise was vorgelegt habe. Ey, und jetzt das falsche altabiert habe. So, weiter geht's. Dann haben wir noch Viertelstunde. Das kriegen wir noch fertig. Das kriegen wir noch fertig. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. So viel Aufwand wegen scheiß Strom, ey. Meine Fresse. Immer der gleiche Scheiß. So, wo hatten wir? Ne, hier haben wir die Kabel. Zack, brauche ich aber gar nicht. Ich brauche Kupferblech, Idiot. Zack, die haben wir hier. Mach mal voll. Den auch. 300 Kupferblech. Ja, nehmen wir noch einmal mit. Auch wenn wir schon fast da sind. Und Rotoren. Wo haben wir die denn? Offensichtlich hier. So, 100 Stück und dann sind wir doch glücklich. Und jetzt kann ich ja, genügend bauen. Ach ja, was man nicht alles tut für den guten Strom. Mann, 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 Mann. Und alles mit Kohlekraft. Ich bin ja gespannt, wie das mit dem Gas nachher wird. Oh, das war reichlich dumm. Warum baue ich mir nicht eigentlich mal eine Brücke rüber? Könnte ich doch eigentlich mal machen, oder? Ich glaube, ich mache das genau da. Ich mache das auch jetzt, weil ich gerade genervt vom Wasser bin. Ja, so mache ich das. Ich baue einfach von hier nach da. Eine schöne Brücke. So. Können mich alle mal. Und sobald ich das Geld habe, kommen hier Ständer drin. So. Ja. Jetzt bauen wir hier eine Treppe nach unten. Weil ich so massiv genervt bin. Oh, sogar eine doppelte. Wollen wir das können. Also nicht, dass das was bringen würde, aber wir machen das einfach. Einfach aus Prinzip. So. So. Ach ne. So ist es. Hier brauchen wir. Ey. Ey! So. So. Wattengefrickel. Ich glaube, ich finde die Idee jetzt schon scheiße. Finde ich die Idee jetzt schon scheiße? Ja, zumal ich gerade nicht runterkomme, ich Idiot. Komm mal weg.
Dich reisen wir erstmal wieder ein. Hier noch so einen sinnlos großen Tor. Aber das macht gar nichts. So. Muss ich gerade mal überlegen. Eine Wand ist... So. Also, zwei ist Quatsch. Wenden wir das vier lang. Dann kommt die Kurve. Ach, Menno. Eins. Zwei. Kurve. Eins. Und zwei. Kurve. Und dann sind wir doch schon da. Zack. Und zack. So wird's gemacht. Und wenn wir jetzt schon bei sind, machen wir da gleich einen schönen Glasturm drumherum. Wie klingt das? Wand mit Fenster. Was will ich da für Fenster, ist die Frage, oder? Ich will einen schönen Ausblick haben. Auf jeden. Fangen wir einfach mal da an. So, wie kriege ich da jetzt ein Köfchen rum? Niemand weiß es. Absolut niemand. Aber egal. Nee, das will ich nicht. Hier. Zack. 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 Die Rahmen stören mich ja ein bisschen, ne? Sieht das bei denen aus? Ja, ich glaube, das finde ich besser. Um einiges. Holen wir mal ein paar Platten und ein bisschen Beton. Haben wir ja zum Glück gleich alles hier vorne. Ja, jetzt muss mein Hund noch mal ein bisschen freidrehen. Ich sehe schon, das mit dem Wasser wird doch nichts mehr. Dum -dum. So. Also. Die haben wir. Die fahre ich gut. So. Na komm. So. So, so. Na, das hier auch. Schön scheiße. Meine Güte. Mach ich das so rum? Wie assi ist das denn? Da sparst du ja alles vorn und hinten nicht. Müssen wir es da. Dann machen wir da vorübergehend so ein kleines Fundament hin. Das kommt nachher wieder weg, weil doof. So. Nochmal ein kleines Fundament. Meine Güte. Kriegst die Tür nicht zu. So ein beschissener kleiner Turm und so ein Aufriss. Ich kann es kaum glauben. So, jetzt können die erstmal wieder alle weg. Hä? Habe ich die jetzt doppelt gebaut? Ist ja auch geil. Die werden nicht ersetzt, die werden einfach gedoppelt. Kann man aber einen schönen Effekt mit erwirken, wie ich gerade gesehen habe. So, dich brauchen wir dann gar nicht. So, dann du wieder. Und du. Und du. Du bist falsch rum. Und... Ist jetzt richtig rum? Ach komm schon. Ist doch quasi nicht auseinanderhaltbar, was da wie rum ist. So, jetzt stimmt's. Und hier mit Tür. Zack. Herrlich. Und ab jetzt kommt Glas. Glas, Glas, Glas. Das könnte... Nee, das sieht scheiße aus. Das sieht auch nicht so schön aus. Ich will so eine richtige Glasfassade haben. Das fände ich, glaube ich, viel besser.
Ich glaube, das kriege ich nicht. Zack, zack. Egal. Zack. Jo, das war knapp. So. Komm schon. Zack. Hä? Wie sind... Ach, komm schon, ey. Manchmal zweifle ich auch an mir selber. Meine Dummheit ist manchmal unübertroffen. Verkackt von Anfang bis Ende. Meine Güte. So. Die ist wenigstens richtig rum. Die auch. Die auch. Sehr schön. So. Die auch. Und jetzt bitte Glas. Man gebe mir Glas. So. Kriege noch Pickel, ey. Und dem bisschen Ungeseire. So. So. Und nochmal eine Etage drauf. Da kommt keins hin. Da hingegen schon. Damit das jetzt noch irgendwas aussieht. Da noch ein neben. Hier eine Tür rein, die nicht passt. Lassen wir so. Lebe ich mit. Da hat das mit der Höhe nicht ganz gepasst, aber okay. Gut. Dann setzen wir da noch ein Dach drauf. Das sieht ja auch mal interessant aus. Wir machen das einfach mal so. Denn dann sieht das mit den Fundamenten hier als Dach einfach besser aus. Was jetzt? Willst du da oben nicht mehr bauen oder was? Willst du mich rollen? Was? Fördermast stapelbar? Bist du doof? So. Ja, das geht doch voll klar. So. Machen wir hier in der Mitte. Da können wir jetzt quasi keine Wand hochziehen, ne? Das ist ein bisschen assi. Weil es ja hier so eine halben Wände einfach nicht gibt. Gibt es eine Möglichkeit, das nicht so einsnappen zu lassen? Programm D, dann leite ich den ausrichten? Nee. Also ich kann... Es nicht desnappen, das finde ich schade. Ich hätte gern was in der Mitte irgendwie. Das passt. Aber okay. Und warum. Ach komm, hinterfrag's nicht, Markus. Passt schon so, wie es ist. So, haben wir einen Laufturm. So, was wollten wir holen? Wir waren unterwegs, wir hatten gerade was geholt. Und sind da jetzt einmal rüber marschiert. Hier muss dann links und rechts auch nochmal ein Geländer ran. Und dann passt das doch. Ja, ist doch okay. Ich kann damit leben. I can deal with it. Hier machen wir uns auch nochmal bei Zeit einen richtigen Weg lang. Und dann passt das schon. So. Kommen wir zu unseren Pumpen. Die nehmen wir erstmal komplett hier weg. Denn das geht so nicht weiter. Den Strommast werden wir wahrscheinlich auch wieder wegnehmen müssen. Denn jetzt kommen hier Nummer 4 Rohre an. Zumindest wenn wir gleich so weit sind. Hier kommt auch weg. Und dann kommen die. Da. Da. Und ich glaube da.
Na, ob das was wird? Klar, oder? Ja. Das sieht aus wie gewollt. Das war wieder super schlau, Markus. Baue so, dass du die letzte nicht mehr sehen kannst. So. Den nehmen wir uns ein Viertel hier weg. Ich bin erstaunt, wie lange der Strom tatsächlich noch läuft. So. Wenn wir schon mal dabei sind, ziehen wir das hier gleich einfach darüber. Ich glaube tatsächlich, ich hätte die lieber einen hier, ne? Ja. Ein war der zurück. Passt irgendwie besser. So. Dann kriege ich das wesentlich schöner ausgerichtet gleich. Ich kann auch ein bisschen Platz sparen. So, Markus, diesmal so, dass du hier nicht alles verkackst. Danke. Oh, Wahnsinn. Ich bin kein totaler Vollidiot gewesen. So, dann haben wir jetzt da ein. Und da. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier so zwei Pumpen nebeneinander kriegen. Ich bezweifle es stark. Das wäre aber total cool. Hier kriegen wir eine hin, hier kriegen wir eine hin. Aber sie muss hier unten hin. Scheiße. Unten. Arbeit. Oh, wie gut ist das? Das passt tatsächlich. Das ist ja geil. So, so. Dann brauchen wir mehr von denen. Da müssen wir wahrscheinlich ein bisschen hochgehen. Da gehen wir dann gleich dahin. Ja, das bringt ja überhaupt nichts, weil da oben komme ich ja mit dem Wasser noch gar nicht hin. Also müssen wir hier nebeneinander gehen. Und es wird halt nichts. Sonst macht das ganze Konstrukt überhaupt keinen Sinn. Ist das der gleiche Abstand? Ja. Kommt hin, oder? Ich denke. So, dann gehen wir hier nach hier. Hier nach hier. So. Na komm. Und du gehst dahin. Und dann können wir selber rüber. So, so. Und können da wieder zwei Pumpen hin basteln. So, komm. Wie kriegen wir dich? Jetzt kannst du auf einmal so weit rüber. Was ist denn das? Das ja. Strange. Guck mal, wie es da aussieht. Ja, ungefähr. Da dran. Und hier versuchen wir das ähnlich zu halten. Das sieht doch gut aus. So, jetzt kriegt ihr alle Strom. Masten hier gelassen? Nee. Das hätte mich auch gewundert. Hier hin. Dann gehen wir einmal zwischen. Und dann kann ich mich hier kaum noch bewegen. Na, das war doch Blödsinn. Von hier nach hier und von hier nach da. Von da aus die beiden inneren. Meine Güte, mit Wasser kann man sich auch ewig beschäftigen, ne?
So, jetzt können wir theoretisch Wasser pumpen. Jetzt haben wir hier noch die Pipes wieder hin. So. Was ist jetzt? Kein Freiraum. Wieso kein Freiraum? Achso. Ja. Hätte ich es mal vorher gemacht. Ja, entschuldigt. Es ist kein Strom mehr da. Ich weiß. Da springt mir das Wasser immer wieder raus. Ich muss das gleich mal einmal nachpumpen lassen. Na komm. So. So. Die oberen hatte ich angeschlossen. Das sind hier jetzt gerade die äußeren. Das heißt, mit denen gehen wir mal einmal kurz ran. Einmal hier Wasser, einmal da Wasser und dann Pump, Junge. Pump und daneben. Ne, Pump nicht, wir haben ja keinen Strom. Dum, dum. Dum, 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 dum. Das ist Kacke. Wie weit haben wir denn hier das Wasser? Bis hier vorne eigentlich. Wie viel Strom braucht ihr nochmal? Ja, ja, kein Strom bei dieselbe. Gut. Dann kicken wir das einmal wieder mit Brennern an. Das sollte ja nicht das Problem sein. Zack. Ich habe sogar ein bisschen was da. Dann können wir da einmal kurz eine Werkbank hier hinsetzen. Na, bin ich jetzt doof? Da haben wir sie. Und dann stellen wir einmal fix ein bisschen Biotreibstoff her. Muss ja nicht mal lange. So. Ja. Schmeißen wir einmal damit an. Biomasse. So, das hier einmal weg. Gehen mit denen an den. Was ist los? Okay. Kommt mit den Pumpen zurecht, das ist gut. Das heißt, wir müssten jetzt hier einmal Wasser rankriegen. Wenn wir hier Wasser rankriegen, müssten wir hier auch den Strom wieder rankriegen können. Es ist kein Wasser da, aber es kommt Wasser. Wenn auch nicht viel. Und es füllt sich langsam. Ja, das dauert jetzt einen Augenblick, ne? Aber in der Zeit können wir ja schon mal weiter bauen. So, und solange das läuft, können wir ja machen. Ups. Die haben wohl doch nicht so viel Strom reingekickt. Gut, das war zu viel. Hau die Pumpen wieder an, gib ihm hart. Die anderen Pumpen laufen ja jetzt auch nicht, ne? Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Hier ist so gut wie kein Wasser drin, ey. Wo soll es auch herkommen? Die Pumpen sind aus. Ich sollte hier mal so einen Notfallkreislauf bauen. Den ich dann einfach nur einmal durchkicken muss. Um den Strom mit dem Wasser wieder zum Laufen zu bringen. Ich glaube, das mache ich jetzt auch einfach mal.
Also einmal eine Stromleitung, die hier hingeht. Mit dem. Achso. Ja, dann wird das hier nämlich raus. So. Was ist denn jetzt euer Problem? Echt, das hat ihr wieder rausgehauen? Warum? Gibt's gar keinen Grund für. Achso, was hier noch drin ist. So, mit dem einen Brenner kriege ich ja die Pumpen auch gar nicht wieder ans Laufen. Ach, das ist doch scheiße. Also doch wieder hier runter und da weg. So viel zum Thema Notfallkreislauf. Ja, gut. Muss ich bei den Pumpen einmal Brenner hinstellen. Hilft alles nichts. Aber das mache ich jetzt nicht mehr. Dies mache ich jetzt nicht mehr. Die Stunde ist auch rum. Ich überlege mir da was Feines. Für die nächsten Tage. Das hier kann auf jeden Fall erstmal weg. Das ist so Quatsch. Dann gehen wir da eigentlich gar nicht mit den Pipes dran. Oder? Doch, gehen wir. Doch, das geht. Den gehen wir daran. Den gehen wir daran. Und die beiden versorgen dann den Spaß hier nachher. Das machen wir hier noch. Geht das? Ja, das geht. Also, da muss ich ja wirklich sagen, ist ein bisschen unkompliziert manchmal, ne? Hier ein Rohr. Ne, so nah geht nicht. Wir hatten hier die ganzen Stückchen auseinander. Wie machen wir das? Wir wollen ja wieder so parallel schalten. Ja, eins hier und eins da, dann müsste das auch gehen. Ist das alles eng hier? Auf dem Strich hier quasi. Dann gucken wir mal. Kriegen wir das hier komplett lang gezogen? Jo. Und nicht genug Freiraum. Ah, hier sind die im Weg. Okay. Ziehen wir die ab. Und gehen einfach nochmal einen rüber und hoffen, dass wir das irgendwie hinkriegen. Hey, da sind wir näher. Das wird interessant. So, wenn ich jetzt nämlich die hier ransetzen will, dann passt das nicht. Dann muss ich das, glaube ich, so machen. Ansonsten kann ich hier gleich nicht mehr laufen. Das ist ja auch assi. Ich meine, das kann alles weg hier. Das kriegen wir so geklärt. Da haben wir dann ja Zufluss. Ich weiß auch nicht, warum ich so eng baue, ey. Ich habe so viel Platz eigentlich. Und baue das hier alles auf 1 Meter genau. Völlig sinnbefreit. Ne? Aber noch eine Platte zwischen und dann wäre auch gut gewesen. Aber nein. Der Müller ist ja wieder super schlau. So. Also. Die Stützen. Eine hier, eine da. Einmal so. Einmal so. Interessantes Konzept, ich weiß, aber ich mache das jetzt einfach. Alles so. So. So und so. Geil ist, dass die Förderbänder immer laufen. Die brauchen quasi keinen Strom. Welchen Sinn das macht, sei dahingestellt.
aber das Spiel kann das. Weil es so ist. Zack. Und dann. Das geht mir wahrscheinlich morgen schon wieder auf den Sack, aber das ist mir wurscht. So, und so. So. Und zwei musste ich ja theoretisch freilassen. Weil die das in voller Last nicht mitmachen, ne? War das nicht so? Das war so. Ich glaube, das war so. Ich red mir das einfach ein. Das kommt doch hier gar nicht hin. Ein auf der Linie. Den anderen da drüben. So? Ja. Fein, 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 fein. Fein, 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 fein. So. So. Und. So. Zack, zack. Na komm. Zack, und hier auch nochmal ein. Zack, zack. Und ich habe keine Ahnung, ob das gesessen hat, aber ich gehe mal davon aus. Und das hier hinten lassen wir einfach erstmal noch offen. So, also theoretisch müsste das jetzt wieder klappen. Und vielleicht sollten wir auch noch den Strom hier bringen. Das Wasser. Natürlich nicht. Das wäre auch zu einfach gewesen. Und ich habe es ja leider nicht leicht. So. Und da hier sowieso alles eng ist, kann ich das jetzt hier auch enger machen. Auch scheißegal denn. So, und so. Rabimmel, rabammel, rabimmel. Ich meine, wenn man hier die Stromdinger vielleicht nochmal anders legt, kann man hier sogar halbwegs lang laufen. So, genug für heute. 1 Stunde 17 soll völlig ausreichen. Wir haben auf jeden Fall für nächstes Mal alles vorbereitet. Da kicken wir dann einmal mit unseren Biogeneratoren die Pumpen wieder an. Und wenn die Pumpen wieder laufen, wo wir auch noch ein paar nachbauen müssen, das ist ja noch viel schlimmer, dann haben wir auch wieder Strom, dann können wir das wieder anschließen und dann läuft wieder alles rund. Das war ganz schön scheiße. Meine Güte. Nicht annähernd das geschafft, was ich schaffen wollte, aber drauf geschissen. Alles steht hier. Ich meine, das ist ja ein cooles Bild, ne? Da an Ressourcen angeschossen kommt. Guter Shit. Wie immer sei. Wenn es euch gefallen hat, hoffe ich wie immer, ihr lasst ein Like da. Ja, gerne auch ein Abo, wenn ihr mich noch nicht kennt. Am besten immer kommentieren, das kommt auch immer gut. Und ansonsten heißt es wie immer, bleibt gesund, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Ragnar Bertholzer.